wegpanschen bin, an dem Wald mit Holz am wegpanschen bin, werden wir ja jetzt ein bisschen Holzkohle machen und daraus Fackeln. Damit ich dann nachts auch hier ein bisschen erleuchtet bin. So. Genau wie das hier. Das werde ich jetzt auch mal wieder ein bisschen wegpanschen, ein bisschen irgendwo anders hinsetzen. Am besten neben die Truhe. Genau. Wir warten, bis da alles abgefallen ist. So, Cobblestone will ich. Cobblestone eher am besten immer dabei haben. So, ein schön Furnace. So. Jetzt brauchen wir Holz und Brennstoff, genau. So. Hier. Hier. So, dann haben wir 7. Na komm, machen wir 3, sind 12 Fackeln dann, oder? Wenn wir die Fackeln waren. 4 pro Stück, genau. Ja doch, doch, da kann ich mich nicht. Nee, vertan habe ich mich jetzt nicht. So. Und außerdem, ich glaube, ein Block macht einen davon kaputt. Oder einen halb macht er irgendwie so. Das heißt, mit 2 könnten wir eigentlich jetzt hier Glück haben, dass das weggeht. Also wir können das hier rausziehen. So. Genau. Verschon, so, wir haben 3 Charcoal. So, das heißt, mit denen machen wir jetzt mal hier so ein paar hiervon. So, wir müssen jetzt 12 Fackeln. Ja genau, perfekt, nicht verzählt. So. Mit dem einen, was wir haben. Falsch hier. Ein, was wir hier haben. Wenn wir uns jetzt mal ein Schwert machen. Ein Schwert brauchen wir ja auch. So. Heißt, ich werde jetzt mal hier ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. So. Besonders auch hier unten. Weil hier unten soll ja nichts spawnen. So, jetzt wollen wir nach oben gehen und uns Treppen machen, damit wir nicht immer springen müssen und so Ausdauer verlieren. Also Hunger. Ein Hungergefühl aufkommt. 4 Stück. Ja, ich glaube, das müsste reichen, ne? 1, 2, 3, 4. Genau, 4 Stück. Hier ist das aber noch so ein bisschen karge gewählt. Machen wir mal auch mal so. Ich glaube, wir haben aber auch einen falschen Ort gewählt, wo wir hochgehen können. Da ist alles noch nicht so optimal. Egal, also den tun wir mal die Treppe rein, das hier rein, die Fackeln rein auf jeden Fall. Oh ne, das will ich haben. So, den Oak Sapling will ich haben, den pflanzen wir hier neu an. Ganz einfach, frech. So frech wie wir sind, pflanzen wir ihn einfach nochmal neu an. So. Hä? So, ein Sapling mehr. Verchong. Von mir aus hier zwischen, die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass irgendetwas wächst. Wenn etwas wächst und ob es überhaupt wächst. Auch ein roter Apfel wäre jetzt lecker. Ah, schade. So, gut. Weiter an die Arbeit. So. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, mit der Kirche. Wie gesagt, es gibt aber natürlich auch schöne Geschichten in der Richtung. In der Bibel jetzt, meine ich. Okay, wollte schon sagen, wie alles verbrennt hier. Ne? Das ist natürlich auch die Sache. Ich sage ja auch nichts dagegen. Ist ja auch nicht schlimm. Mein Gott, jeder hat ja seinen Glauben. Soll er sich an den halten. Wenn er das möchte. Wenn nicht, der muss einfach nur das haben, was ihn, sagen wir mal, am Leben hält oder ihm sozusagen hilft, über vielleicht schwere Stunden zu kommen. In seinem Leben. Also... Da müsst ihr keine Angst haben, dass ich da irgendwie vorbelastet bin und irgendwelche Parolen hier weiterbringen möchte, wie, ey, ihr müsst in dieser Religion, ihr müsst das machen. Das Einzige, was für mich keine Religion ist, ist das Jedi-Tum aus Amerika. Also das ist für mich keine anerkannte Religion. Obwohl in der Richtung wäre es ja auch schon fast eigentlich anerkannt, weil ich meine, die Jedis haben ja auch, sagen wir mal, gewisse Richtlinien gehabt und sowas alles. Also in der Richtung wäre das jetzt auch. Nur in meinen Augen nicht. Also ich würde jetzt nie sagen, ne, ich würde da jetzt hingehen. Aber mein Gott. Ich weiß auch nicht, ob das so ein Coolness-Faktor ist. Wenn die jetzt sagen, nö, ja, wir glauben an den Jedi. Oh gut, das will ich auch, weil die Religion, die hört sich einfach geil an. Bekommt man dann irgendwelche Kräfte oder so? Nö, man glaubt einfach nur daran, dass man irgendwelche Kräfte haben könnte. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so einen Force-Push hat oder so einen Force-Grab. So hießen die aus... Knights of the Old... Nein, nicht Knights of...
Old Republic, Jedi Academy und Jedi so. Stimmt, ich habe gar nicht Jedi Academy gespielt, den dritten Teil davon. Ha, das könnte ich auch mal machen. Weil irgendwie Bock hätte ich schon drauf. Nur das Komische ist, da kann man seinen eigenen Charakter erstellen. Das ist dann also nicht so, dass man irgendwie vorgefertigt ist, sondern auch wieder dieses blöde, So, wie viel haben wir denn jetzt? Das Wichtigste ist, dass wir ein paar Torches haben, wenn wir uns rüberbauen, damit zumindest die Brücke beleuchtet ist. Und wir kein Problem haben, dass da irgendwann mal Monster spawnen. So, dann gehen wir mal hier runter. So, wir wollen dahin. Das heißt, wir bauen uns hier weiter. So. Ich hoffe, das reicht zumindest so ein bisschen an Fackeln. Und ich hoffe, da hinten ist nichts gespawnt. Weil wir machen eh die Sandinsel da weg. Den Sand, den können wir irgendwo bei uns reintun. Ich muss mal überlegen. So, also hier wird es dunkel, merkt man. Gut, dann setze ich hier einfach eine Torch, dann müsste da reichen. Genau. So, da ist der Rest. So, da erkennt man ja hier an diesen guten atmosphärischen Beleuchtung, dass irgendwann mal das weg ist. Man weiß aber, dass eine Fackel ja nicht nur in eine Richtung leuchtet, sondern in zwei Richtungen. Das heißt, wir können ruhig ein bisschen in den Dunkel bauen, solange es dann irgendwann mal hell wird, ne? So kann man hier zum Beispiel hinsetzen. Da sehen wir, dass hier so ein kleiner Ort nur dunkel ist. Wir auch schon fast da sind. Das heißt, die zwei Fackeln, die wir haben, die müssten eigentlich noch reichen. Ich weiß nicht, wie viel war der zweite Stack? Wie viel hatten wir den ersten denn nur? So, damit wir wissen ungefähr wie lang, also damit ihr wisst, wie viel ihr auf jeden Fall braucht, um auf die nächste Seite zu kommen. So, und da sind wir auch schon. Dann müssen wir uns nur hier unten drunter graben und dann den ganzen Sand abbauen, auffangen. So, genau. Und dann haben wir auch noch eine Doppelkiste für umsonst. So, dann bauen wir hier mal. Dann bauen wir das hier auch aus und dann wird das sozusagen unser Monster-Spawner hier hinten. Da kann dann, können dann die ganzen Monster hier spawnen von mir aus. Und dann verbrennen sie eh am Tage. Können wir dann einfach immer schön da hingehen und alles aufsammeln. So. Deshalb sollte man das nicht so abbauen halt, ne? Weil dann habt ihr nämlich die Gefahr hier, dass sowas passieren könnte, dass ihr dann runterfällt. So, bevor wir dann den kleinsten Fehler überhaupt machen, verwandle ich die zuerst mal in Melon Seeds. Damit sozusagen der Fehler nicht mehr passieren kann. Hey, Moment, ich habe ja hier diese Melon, ich esse die jetzt aus Versehen, weil man, keine Ahnung, wenn die aus Versehen auf den Rechtsknopf geklickt hat oder so. Ja. Oh, super, jetzt fängt es an zu schneien. Ich habe mich schon gerade gewundert, boah, weshalb brechen jetzt so meine FPS ein? Oh, ekelhaft. Ja, es hat einfach nur angefangen zu schneien. Es sieht sehr schön aus, aber das ist dieser Wow-Effekt. Genau, wenn man hier nach oben guckt. Weil, das ist nämlich Wüstenbiom, wo wir jetzt hier gerade sind. Deshalb sieht man das da oben. Ne, gar nicht. Ach so. Ja. Es wird langsam hell. Also brauchen wir auch nicht zu erwarten, dass hier welche Monster spawnen. Aber wir können ja das hier schon mal ausbauen. Punchen wir einfach die eine Fackel, die wir da haben, noch weg. So. Gut. So, wir haben jetzt... wir müssten sozusagen so einen kleinen Garten hier unten machen. Wichtigste ist aber nur, dass wir sozusagen kontrolliert irgendwie das Wasser ableiten, damit wir unseren Garten bauen können. Weil wir können ja oben kein Wasser irgendwie ableiten. So, hier schön hoch. So, das heißt, wir müssen uns irgendwie hier so ein kleines Löchlein bauen. Obwohl, normalerweise ist das hier Wasser. Normalerweise könnten wir unseren Garten hier einfach so reinbauen. Bloß, das, was ich jetzt machen werde, ist 1, 2 und ein Cobblestone, den ich mir jetzt hier schnell noch abbaue. Oder mehr, damit ich noch zweimal meine zwei Sachen bauen kann. So. Genau, das, was ich nämlich machen möchte, ist... Achso, die habe ich im Inventar. Das ist gut. Einmal kurz das hier wegpunchen, bitte. Weil ich möchte eine Doppelkiste haben. So, ich will Sticks haben. Diese Sticks einmal so. Ah. Eine Schaufel.
und dann eine neue davon. So, dann haben wir auch noch. Hopp. Hier so ein Furnace haben. So, wieso die Schaufel? Ganz einfach. Mit der Schaufel können wir hier diesen Schnee wegmachen. Wir bekommen dafür diese Snowballs. Und was kann man mit diesen Snowballs besonders machen? Ganz einfach. Die kann man auch noch zu Schneeblöcken formen. Das heißt, man kann so sich auch ein bisschen weiter transportieren. Wenn man es möchte, ne? In der Richtung. So, jetzt wäre für mich das Wichtigste. Genau, zwei muss ich hier zuerst mal wegmachen. Genau. Für mich wäre jetzt das Wichtigste. Wenn wir das hier umgraben in der Richtung. Warte mal. Ja, genau. Wir können das ja hier machen. Ist ja kein Problem. Okay, gut. Ich hatte Angst, dass das Gras verschwindet unter dem Schnee. Aber anscheinend nicht. So, genau. So. Das, was ich machen möchte, ist nämlich... Ich brauche nochmal ein bisschen Holz. Genau, ein, zwei. Und zwei Cobblestone habe ich. Gut. Das heißt mal dann so. So, genau. Und so. Pong, pong. So. Wenn ich das jetzt hier umgrabe, wird das feucht. Das ist die Sache. Kann ich davon ausgehen, dass es feucht wird? Oder wird es nie im Leben feucht? Das ist das, was ich jetzt wissen möchte. Wenn das feucht wird, pflanze ich direkt den Melonensamen ein. Okay, es wird feucht. Heißt, ich muss warten, bis die hier sind. Dann müsste ich mir das... Also bis die Feuchtigkeit hier weiter spawnt. Hier ungefähr mittig, dann hat die Melone die weite Range, die sie hat, um irgendwo hinzuwachsen. Also ich muss warten, bis der da, da wo ich jetzt so drauf ziele, die feucht wird, damit ich da diesen Melon Seeds anpflanzen kann. Erstmal was trinken, einen kleinen Schluck. Das war jetzt kein kleiner Schluck, aber egal. So. Oh ja, stimmt. Ich weiß auch nicht, wie lange das jetzt hier schneien wird. Ich weiß aber nur eins, dass ich den Sand auch lieber hier rein tue. Ich traue mir selber so nicht. Die Haue sowieso. Gut. Jetzt haben wir schon mal die Melon angepflanzt. Das heißt, wir müssen jetzt ausharren und hoffen, dass die Melon so schnell wie möglich wächst. Und dann machen wir uns mehr Melon Seeds und dann erweitern wir unser Feld. Und wir müssen unbedingt in den Nether. Jetzt fragt ihr euch, mein Gott, wie will er denn in den Nether ohne Feuer? Das wird, sagen wir mal, ein bisschen kunstvoll, aber es klappt. Dazu brauchen wir einfach nur ein bisschen viel Holz und Lava. Denn wenn man Holz anzündet und das sozusagen weiter spreadet, zufällig, kann es ein Obsidian-Tor aufmachen. Also öffnen. Weil da drin ist etwas, was wir brauchen werden, um weiter, sagen wir mal, voranzukommen. So, ich kann jetzt wieder die ganze Zeit durchhalten. Stimmt, weil der Block da hinten ja weg ist. So, genau, also das nächste, was wir als Ziel haben, ist, glaube ich, ein bisschen mehr die Plattform hier oben noch ausbauen. Oder will ich zumindest bauen, dann brauchen wir auf jeden Fall Essen. Wäre toll, zumindest zu haben, so in der Richtung. Und ja, dann ist immer die Frage, was danach kommt. Die Ziele sind zum Beispiel auch noch ein Ausbau. Ja gut, das kann man danach bauen. Danach werde ich hier so ein bisschen kunstvoll, ein bisschen was machen. Vielleicht mir so einen kleinen Springbrunnen setzen, ausbauen. Dann da auch so einen Garten setzen. Das Wichtigste ist einfach nur, dass wir irgendwann mal die Farm umbauen können. Das heißt, dass wir die Farm selber irgendwo hinsetzen können. Dazu brauchen wir aber noch eine zweite Wasserquelle, damit wir sozusagen dieses unendliche Wasser haben. Und das findet man leider nur im Nether. So, falls ihr euch fragt. Falls ihr euch das vielleicht fragen solltet. Weil es in den Aufgaben...